Ja, willkommen in unserem Rückblick in den Hörspielmonat Mai. Der Wonnemonat Mai hatte einiges zu bieten, unter anderem das Hörspiel Bestseller Killer von George Key Barris, eine WDR-Produktion, eine aktuelle, das dürfte die Ursendung gewesen sein, und du hast sie gehört, hoffentlich. Ja. Und ich kann auch gleich einspringen, weil jetzt fällt mir nämlich gerade ein, wo du George Key Barris gesagt hast. Der Mann ist Deutscher und heißt Georg K. Barris. Das wusste ich aber auch nicht, weil ich habe den teilweise auch unter Georges, also mit ES hinten, in meiner Liste gehabt. Danke Hans-Jörg für den Hinweis. Für mich wäre das auch immer ein Engländer oder Franzose oder irgendwas gewesen, aber es ist tatsächlich ein deutscher Krimi-Autor. Ja. Der Georg. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Oh, das ist ein schöner Spruch. Den kannte ich gar nicht. Echt? Nee. Ja. Ich kenne aber auch keine Sprüche. Wieder was gelernt. Meine Güte, das Wissen macht Art des Hörspiel-Podcasts. Mhm. Ein neues Hörspiel, also frisch aus den Schmieden der WDR-Hörspielstudios. Das Ganze hat Thomas Werner inszeniert. Es geht um einen Mord in einem Rechtsanwaltbüro und das Opfer ist Autor, ein Krimi-Autor. Und ja, der hat einen Krimi geschrieben und ja, mit diesem Krimi beziehungsweise mit seinen Ideen scheint es eine Verknüpfung zu der Tat zu geben, die ja etwas besonders ist und die ein ganz besonderes Licht darauf wirft, was ihm zugestoßen ist. Ich überlege gerade, das verrate ich jetzt nicht. Das Ganze mündet dann in einem interessanten Fall mit einem, ja, durchaus, ich will nicht sagen unoriginell, es ist schon eigentlich originell, aber man hat es des Öfteren schon mal gehört. Das ist das Problem, dass es immer so darum geht, wenn Krimi-Autoren über Autoren schreiben, dass das immer so eine Art Nabelschau wird und dass dann halt so Sachen halt auch immer wieder mal kommen. Und hier ist es genauso. Das macht das Ganze so ein bisschen beliebig und nicht ganz so ansprechend und spannend, weil, wie gesagt, vieles kennt man schon aus anderen Krimis und das wirkt dann so ein bisschen, ja, wie aus dem Baukasten, wie man das des Öfteren schon mal hatten, dass man halt so bekannte Versatzstücke nimmt und daraus eine neue Story baut und das halt eben nur bedingt neu tatsächlich auch wirkt. Es ist trotzdem ein gemütlicher Plot, den man gut hören kann. Der macht nichts kaputt. Netter Krimi, aber wie gesagt, er gehört nicht zu den originellsten. Der macht nichts kaputt. Ja, das ist halt sowas. Es ist, man ärgert sich nicht großartig darüber, dass das vielleicht nicht so originell ist, dass man da so einiges schon mal gehört hat und nicht besonders originell überrascht wird. Ja, es ist was anderes als die Sherlock Holmes Krimi schon, aber so von der Art her, also das kann man so beim Spülen locker weghören. Ohne dass es wehtut. Ja. Bei uns auf Arbeit würde man sagen, wenn man bestellt, der frisst kein Brot, bestell mal. Genau, frisst kein Brot ist auch sowas. Ja, genau. Ja. Ist so, tut nicht weh. Ja. Ist aber auch nichts, wo man sagt, oh, schade, dass ich das verpasst habe. Wobei, dann weiß man es ja nicht. Ja, dann in den Handel. Lübbe Audio hat einen neuen Vierteiler von Cody McFadden, also nach den Büchern von Cody McFadden, rausgebracht. Der Todeskünstler. Ja, nach dem Auftakt, der uns ja nur so bedingt gefallen hat, weil vor allem dieses Hollywoodeske so uns nicht so gepasst hat. Also das Zusammenspiel der Darsteller, die so ein bisschen aufgesetzt wirkten und so ein bisschen unecht wirkten dadurch. Ja, weil halt diese überbordende Hollywood-Emotionalität so ein bisschen drauf gegossen wurde. Und dann obendrein noch die Geschichte so war, dass sie doch sehr auf Effekt gebürstet war. Jetzt der Todeskünstler. Die Bedenken hatte ich dann natürlich im Vorfeld, muss sagen, dass die größtenteils zerstreut wurden, weil Teil 2, es ist ja nicht Teil 2, es ist ja eine neue Geschichte, doch deutlich besser daherkommt. Mhm. Worum geht's? Es geht natürlich wieder um Smokey Barrett, die als Agent in einem Fall ermitteln muss. Parallel wird natürlich immer auf ihr Privatleben auch umgeschwenkt. Sie hat ja seit der letzten Geschichte eine Adoptivtochter quasi dazu gewonnen von die Tochter ihrer besten Freundin, die stumm ist nach dem, was ihr und ihrer Mutter widerfahren ist und muss sich eben darum kümmern, hat aber Unterstützung durch die Frau von einem aus ihrem Team und kann sich eben auch diesem Fall widmen, der sehr merkwürdig ist. Es geht um ein junges Mädchen, das behauptet, seit Jahren von einem Mann verfolgt zu werden, der ihr immer wieder Böses zufügt, um ihre Psyche zu brechen, sage ich jetzt mal, durch Schmerz. Er nennt sie auch immer meinen kleinen Schmerz und fügt ihr eben immer wieder Schaden zu, dadurch nämlich, dass er
diejenigen umbringt, die sie, zu denen sie Vertrauen gefasst hat. Das geht mit ihren Eltern los, ja, die ums Leben gekommen sind. Die Polizei ging damals von Tötungsdelikt ihrer Mutter aus, also dass die Mutter den Vater und sich selbst umgebracht hat. Ja, und das Mädchen behauptet eben, dass dem nicht so ist, sondern dass das ein Mann war, eben dieser Todeskünstler. Und sein Kunstwerk ist quasi sie selbst und ihre, ja, gescheiterte Persönlichkeit. Also das ist letztlich sein Ziel hinter dem Ganzen. Und das Interessante ist letztlich, fand ich, hauptsächlich, wie das erzählt wird. Es wird immer gesprungen zwischen den jeweiligen, also Ermittlungsstand und den Tagebucheintragungen, denn ihr Tagebuch dokumentiert quasi diese Taten dieses Todeskünstlers und parallel wird eben in der Gegenwart versucht, ja, das Ganze nachzuvollziehen, ob dem so ist, ob das so stimmt oder ob das Mädchen sich das ausgedacht hat. Und so wird das quasi hin und her geschnitten und ist tatsächlich sehr spannend und ist vor allem, das geht doch sehr an die Nieren und ging mir persönlich tatsächlich deutlicher an die Nieren, weil das authentischer in der Darstellung war und weil es natürlich um ein kleines Kind geht. Das ist natürlich nochmal perfider. Ich fand es tatsächlich nicht so auf Effekt gebürstet. Da hat man, finde ich, eine bessere Balance tatsächlich gefunden zwischen diesem Psycho und der expliziten Darstellung. Fand ich deutlich besser, deutlich spannender. Hält über die 4 Folgen tatsächlich immer die Spannung. Man will immer wissen, wie es weitergeht tatsächlich, was als nächstes dem Mädchen passiert in der nächsten Passage quasi, weil eben, ja, sie kommt eben in ein Heim und dann in eine Familie und dort passiert letztlich das Gleiche wieder, dass dieser Todeskünstler eingreift, dann kommt sie wieder zurück ins Heim und es ist so eine Spirale, die quasi immer schlimmer wird und immer schlimmer wird und letztlich dann tatsächlich in einem Finale endet, das dann doch, fand ich, ein bisschen gehetzt daherkommt, obwohl man sich 4 Folgen ja Zeit nimmt über diese 4 CDs. Aber ich fand das Finale tatsächlich dann doch ein bisschen merkwürdig für den Aufbau, den man vorher betrieben hat. Das war das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass das dann ein bisschen hoppla die hopp ging. Mhm. Ansonsten fand ich das Ding tatsächlich um Längen besser als Teil 1. Ja. Mit so ein paar Einschränkungen ab und dann kommt dieses Hollywood-Deske wieder so ein bisschen, vor allem durch die Nebenfiguren aus ihrem Team, ab und an mal rein, wo das Zusammenspiel, ja, ein bisschen aufgesetzt immer noch wirkt. Aber wie gesagt, deutliche Verbesserungen an allen Ecken, vor allem was die Geschichte anbelangt. Und deswegen würde ich an der Stelle eine Empfehlung aussprechen. Ja, würde ich auch. Also ich habe auch so super kleine Sprechen, gerade diese Sache mit dem Team. Da gibt es diese eine Figur, ich weiß nicht, den Namen habe ich schon wieder verdrängt. Ja, die Frau vor allem. Frau, die da dazukommt, die so schrecklich aufgesetzt. Das ist so typisch amerikanischer, übertriebener Heldenpathos, ganz, ganz merkwürdig. So obercool und ja, so ist niemand. Hm. Und die Figur hätte es nicht mal gebraucht, eigentlich. Und gut, das sind so Kleinigkeiten, die mich dann rausgezogen haben. Dann das kurz gezogene Finale, wo ich dachte, naja, man hat ja eigentlich noch genug Zeit, aber die Zeit geht dann drauf, um diese ganzen familiären Bindungen, die es da gibt, also diese Patchwork-Bindungen, dann später nochmal so aufzudröseln und dann nochmal so das Happy End nochmal so richtig dick aufzufahren. Hätte ich vielleicht jetzt auch in der Breite nicht gebraucht, aber bis dahin, also ich sag mal bis zum Finale, ist das wirklich total spannend gewesen und ich finde es auch um Längen besser als die erste Folge und würde es daher auch empfehlen wollen. Was mich so von der Struktur ein bisschen gestört hat, wo ich dachte, wird man vielleicht im Real Life ein bisschen anders machen, ist mit dieser Akte, dass dieser Fall über Zeitraum läuft und man immer dann so nach und nach was erfährt, weil die Akte wird irgendwie nicht gelesen. So, also man sagt immer, ich muss jetzt unbedingt mal die Akte lesen und das passiert dann aber nie. Also das wird man eben, also wenn das ein echter Fall wäre, wird die Kommissarin doch sich schon am Anfang hinsetzen, wird halt eben sich mal die 3 Stunden nehmen und die Akte durchlesen. Wie dick kann die sein? Ja, oder das Tagebuch vielmehr, nicht die Akte, nur das Tagebuch. Ja, aber geschenkt. Stimmt schon, ja. Aber so Kleinigkeiten hat es immer noch. Das ist aber dann so typisch Thriller. Es muss halt für den Aufbau, muss es halt passen und dann wird das halt eben so auseinandergezogen. Aber das ist wirklich schön spannend über die 4 CDs. Also wie gesagt, bis zum Finale dann mit Einschränkungen. Aber bis dahin auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr gutes und unterhaltsames Hörspiel, das mir wirklich sehr viel Spaß und, naja, Spaß ist vielleicht bei dem Thema das falsche Wort, aber es hat mich gut unterhalten, auf jeden Fall. Kommen wir zu Audible, da gibt es auch ein neues Hörspiel, was am 16. Mai erschienen ist, Die Meisterin, Folge 2, Spiegel und Schatten, kam etwas überraschend,
Das Ganze ist wieder von Markus Heitz erdacht und Carsten Steenbergen hat das Hörspielskript dazu verfasst. Das Hörspiel kommt diesmal ziemlich deutlich zweigeteilt daher. Es wird in unterschiedlichen Kapiteln einmal in die Vergangenheit gereist, einmal in der Gegenwart verblieben. Zur Story an sich ist in der Gegenwart geht es um eine junge Hexe, die bei einer Heilerin in Leipzig Rat sucht und dort ums Leben kommt, auf ziemliche drastische Art und Weise. In ihrem Koffer findet man eine alte Spiegelscherbe und das deutet dann auch auf das Verbrechen hin, was hier geschehen ist und was Genevieve Cornelius, die Hauptfigur dieser Reihe, dann doch auf den Plan ruft und in Ermittlungen geriet. Ihr Freund oder noch, naja, es bahnt sich so ja seit der ersten Folge schon an, dass da ein bisschen mehr läuft, obwohl hier das auch lange hinausgezögert wird, bis es dann soweit ist. Ja, ihr Freund Bugatti ermittelt natürlich mit und ja, was so zwischen ihnen steht, das ist ja einmal das Geheimnis von Genevieve und die Fehde zwischen den Familien, die so zwar im Auflösen begriffen ist, aber eben durch die lange Zeit, die diese schwelt, macht das dann natürlich nicht einfacher. Und in der Vergangenheit geht es eben um das ähnliche Thema, beziehungsweise um das gleiche Thema, denn Genevieve hatte mit ihrer Familie in früher Zukunft, im Mittelalter, schon mal eine Begegnung mit denjenigen, den sie hier trifft. Und das ist ja so ein ungelöster Punkt und der wird halt immer so parallel erzählt. Also ein Kapitel Gegenwart, ein Kapitel Vergangenheit. Das macht das Ganze recht abwechslungsreich, wobei ich sagen muss, ich hatte am Anfang unheimliche Schwierigkeiten, da reinzukommen. Die Story hat mich am Anfang lange nicht gepackt. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich da wirklich drin war. Kann allerdings nicht sagen, woran das lag, weil eigentlich ist das, also gerade dieser Anfang mit dieser Hexe, die da in Leipzig ums Leben kommt, das ist total spannend und wirklich gut erzählt, sodass man auch eigentlich da dran bleibt. Oder dann reißt dann wahrscheinlich wieder dieser Wechsel ins Mittelalter, wo das dann auch wieder recht lange dauert, bis das Ganze in Fahrt kommt. Das reißt dann so ein bisschen raus. Also das hätte vielleicht ein bisschen schneller geschnitten sein müssen. Also immer diese relativ langen Passagen in einer Szenerie hält das Ganze ein bisschen auf. Was ich sehr gewöhnungsbedürftig fand, war die Erzählerin, die ist ja quasi die verstorbene Mutter von Genevieve, die das Ganze jetzt aus dem Jenseits betrachtet und da erzählt, wobei man nicht ganz klar ist, wie weit sie die Story überblickt. Also es ist immer so ein bisschen komisch, ob sie auch das so erlebt, wie es gerade in der Story passiert, oder ob sie tatsächlich den kompletten Überblick hat und quasi so als allwissender Erzähler fungiert. Das wird nicht so ganz klar und ist so ein bisschen merkwürdig. Und was da besonders merkwürdig ist, sind die verschiedenen, soll man sagen, so Abschweifungen. Es geht ja bei der Familie Cornelius um eine Henkersfamilie. Und da wird dann ganz viel Henkerwissen bzw. Henkergeschichten so nebenher erzählt. Also die Erzählerstimme taucht dann nicht nur in der eigenen Story ab, sondern erzählt dann, keine Ahnung, von irgendwelchen Begebenheiten von Klaus Störtebeker und sonstigen Erlebnissen. Also alles, was mit Henker zu tun hat. Das hat mich so ein bisschen an Offenbarung erinnert, wo dann auch so nebenher so irgendwas, apropos Henkerbeil, da gab es ja noch die Story mit Tralala. Und das ist halt auch total nervig, weil das halt auch immer total aus der Geschichte wieder rausreißt. Und gerade wenn es spannend wird, also es gab eine Stelle, wo ich dachte, da kann ja jetzt nicht wahr sein, da schwebte Genevieve in Lebensgefahr. Sie erzählt dann so ganz aufgeregt, ach Gott, meine Tochter und was wird denn passieren? Und dann erzählt sie dann munter von irgendwelchen althergebrachten Henker-Stories. Fand ich ein bisschen, ja, zu aufgesetzt. Also das hätte ich nicht gebraucht. Streichen, wie immer. Ja, sowas hätte einfach rausgehört. Ich meine, das kann man mal machen. Es ist jetzt auch nicht so, dass das so überbordend interessant gewesen wäre. Also das Störtebeker, passt schon, aber wenn man das einfach nur die Tatsachen erzählt, beziehungsweise das, was da überliefert ist, ohne dass das jetzt irgendwie einen Spannungsaufbau oder sonst irgendwas hätte, ist das auch eher, naja, hätte man nicht gebraucht. Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits war das zum Teil richtig spannend und unterhaltsam, andererseits war es hier und da, hat es extreme Längen gehabt und man hat sich auch keinen Gefallen getan mit diesem langen Verbleiben in diesen einzelnen Historien, also einmal in der Gegenwart, einmal in der Vergangenheit. Also das hätte für meinen Begriff schneller hintereinander geschnitten gehört, um die Spannung dauerhaft zu halten.
Ansonsten originell ist es auf jeden Fall. Also das fand ich von der Idee her super mit den Spiegeln. Und ja, also ich glaube, wer Fan von der ersten Folge war, der wird auch hier positiv überrascht sein, weil das, ich denke mal, nochmal ein Stück besser ist als die 1. Wer die 1 schon nicht mochte, wird auch bei der 2 jetzt nicht groß überzeugt sein. Ich fand es tatsächlich insgesamt ein bisschen besser, aber es hat auch einige Sachen, die in Rückschritt waren, also gerade diese langen Passagen. Das hätte man besser lösen können. Naja, aber also wie gesagt, wer die 1 mochte, der wird die 2 nicht minder lieben. Apropos lange Passagen, du darfst gleich weitermachen. Oh, ach ja, genau. Es gab einen Radio-Krimi bei Deutschlandfunk Kultur, ein Stück von Alexandre Seurat, Die Ungeschickte heißt das Ganze, und es geht um ein Kind, was ein sehr, sehr schwieriges Leben hat. Sie hat einen Vater, beziehungsweise eigentlich einen Stiefvater, weil ihr ganzes Leben ist von Geburt an oder schon vor der Geburt schwierig, weil ihre Mutter hat es schon nicht einfach gehabt. Sie ist ein bisschen zurückgeblieben und hat einen merkwürdigen Verschleiß an Männern, die ihr alle nicht besonders gut tun. Und der Vater macht sich stünn, beziehungsweise ist ja nur so auf der Durchreise, und sie ist dann zunächst alleinerziehend, wird aber dann von einem Mann noch aufgenommen. Ja, das Kind lebt dann in Obhut dieses Mannes, der einfach kein Guter ist und das Kind misshandelt. Ja, es ist ein langer Weg, bis dies endlich mal auffällt und auch zu irgendwelchen Folgen führt. Das Spannende ist, wie man das erzählt, und zwar in einer Form von verschiedenen Zeugenaussagen, die jeweils die Zeit historisch aufarbeiten. Also zunächst kommt die quasi Großmutter der Hauptfigur hier zu Wort, die erzählt, wie ihre Tochter schwanger wird, wie sie von ihrem Mann dann geheiratet wird und in eine Ehe geführt wird, die ihr auch nicht gut tut und schon gar nicht dem Kind. Und jeder hat nur so einen Blick drauf, so einen leichten Blick drauf. Jeder spürt, das ist nicht besonders gut, aber irgendwie kann auch keiner so richtig was machen. Es kommt dann im Kindergarten zu verschiedenen Erlebnissen, wo die Erzieher eingreifen und versuchen, das Kind da irgendwie rauszuholen. Und das verwässert halt immer durch verschiedene Faktoren, dass es mal keine vernünftige Zugriffsmöglichkeiten gibt, mal dauert es einfach zu lange. Es wird einfach der Fall braucht Wochen, bis sich mal ein Sozialarbeiter drum kümmert. Das ist so erschreckend, weil man halt dieses Kind quasi begleitet, und wenn man dann sieht, dass der Lehrer dann halt denkt, ich muss da mal was machen, da stimmt was nicht, und dann dauert es 6 Wochen, bis tatsächlich mal irgendwas passiert, ist das schon sehr, sehr erschreckend. Und das ist ein Stück, was wirklich nur schwer hörbar ist, weil es dermaßen an die Nieren geht, dieses Verzögern, und man sieht dieses Kind da in dieser Hölle stecken. Also eigentlich kein Krimi, fast schon eher ein Feature, in dem man halt alles reinpackt, was so Kindesmissbrauch ausmacht, wo die Probleme liegen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut geschildert und lässt einen garantiert nicht kalt. Kein klassischer Krimi, aber sehr, sehr hörenswert. Oh, sowas kann ich nicht mehr hören tatsächlich. Ja, das ist schwierig, ja. Ja, das ist echt schwierig. Da hat sich einiges geändert, seit ich auch so einen kleinen Racker habe. Da habe ich Probleme mittlerweile, ja. Oh, auch Gruselfilme mit Kindern, das reicht manchmal schon da. Ist echt schlimm. Da ist man dann doch deutlich empfindlicher. Das stimmt. Ja, empfindlich. Empfindlich, ja. Kommen wir zu Dreamland Grusel. Die Folge 38, der letzte Tropfen bei Dreamland Productions. Eine Geschichte von Michaela Haarich. Es geht um... Apropos Haarich. Es geht um einen, das ist so klischeebeladen, um einen jungen Mann, der in eine Kneipe kommt und dem Kneipenwirt fast vorjammert, dass seine Freundin ihn verlassen hat, obwohl er doch so ein toller Hecht ist, und wie das überhaupt zustande kommen konnte, das kann doch nicht sein, er ist doch der tollste Hecht weit und breit und die Schlampe soll denn... So ähnlich ist das am Anfang, und dann erzählt er eben die Geschichte, wie das dazu kam, und der Kneipenwirt hört aufmerksam zu und hat etwas im Hinterkopf, was dann letztlich den Knackpunkt am Ende ausmacht. Er hat nämlich, Spoiler, etwas vor mit seinem Gast, und das ist dann wieder so ein klassischer Gruselkram letztlich dann, auf was das hinausläuft.
Aber was da, also mir hat es am Anfang schon so gereicht, als ich diesem selbstverliebten Spacken zuhören musste und oh ey, da stand es mir wirklich bis oben. Da hat es mir eigentlich schon die Stimmung so verhagelt, dass ich dem Ganzen nicht mehr wohlwollend folgen konnte und wollte tatsächlich. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Tut mir leid, das ist so Kafka, das ist so Hesse, das ist so. Und das ohne literarischen Anspruch. Also das ist, das ging überhaupt nicht. Weiß nicht, wie es dir ging. Kannst verstehen, ich habe den Anfang gehört und bin irgendwann ausgestiegen, weil mir das, ja, mir hat dieses Klischeebeladen auch überhaupt nicht gefallen. Also da konnte ich auch nichts mit anfangen. Klischees sind ja schön und gut. Manchmal, wenn man das Augenzwinkern bedient. Es oder gibt ja nicht mehr wie Klischees, das ist ja das Problem. Ja, genau, wenn dann gar nichts anderes ist erstmal. Ja, und wenn die Hauptfigur dann auch noch so angelegt ist, das ist dann wirklich schwierig, da irgendwie reinzukommen. Ja, das wird dann schon einigermaßen rund am Ende, dadurch, dass diese Hintergrund, diese Rahmengeschichte ja zu einem Ende gebracht wird und mit einem Kniff dann quasi noch so ein bisschen. Aber das rettet das Hörspiel nicht wirklich. Also für mich, weiß nicht, das mag dem Geschmack geschuldet sein, aber nee, das fand ich nicht gut. Tut mir leid. Ja, also nö. Nee, eher so nur nö. Okay. Und nur nö, schön. Ja. Ja, du darfst gleich weiter. Ja, Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Gab's die fünfte Folge Der Fluch des falschen Königs bei Maritim. Eine sehr spannende Geschichte. Es geht um einen Ägyptologen, der im Louvre die Presse versammelt hat und die Fachwelt versammelt hat, um eine sensationelle Entdeckung ja anzukündigen und darzulegen. Und zwar hat er ein Königsgrab entdeckt von einem König, von dem man jetzt bislang noch nicht so viel gehört hat. Was heißt noch nicht so viel, noch gar nichts gehört hat. Mit einer gruseligen Geschichte drumherum. Ja, das klingt erstmal alles voll spannend und alles ganz schön hibbelig und aufgeregt, weil so ein Königsgrab, das ist eine ziemliche Sensation in der Fachwelt, wenn man sowas entdeckt und auch noch relativ unberührt. Also das heißt, die Grabbeigaben und Mumie und so weiter ist alles vorhanden. Wenn da nicht dann auf einmal jemand aus dem Publikum aufstehen würde und ihn als Betrüger anklagen würde und der gute Ägyptologe auf einmal weg ist. Also scheint er was dran zu sein. Ja, er wurde also enttarnt. Das Ganze ist ein Riesenbluff. Und wie steht der Louvre da? Nicht wirklich gut. Auguste Dupin kennt den Chef des Louvres und schaltet sich in die Ermittlungen ein und wird vorstellig, was dem Louvre-Chef erstmal nicht so ganz passt, aber er sagt dann, ja, dann mach halt einfach mal. Der ist ziemlich krummelig, verständlicherweise. Und so ermittelt Dupin zusammen mit Poe, der seine Messerwurfkünste nebenher immer mal trainiert, was auch vonnöten sein wird. Gen Ende? Ja, ahnt man vorher schon. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Und sie ermitteln erstmal die restlichen Teilnehmer dieser Expedition, weil eben, wie gesagt, der Ägyptologe verschwunden ist. Dupin ermittelt vor allem einen, der auf dem Land sich verschanzt hat und denkt, er ist in der Versenkung verschwunden. Aber ja, Dupin findet raus, wo er wohnt oder wo er sich aufhält und besucht ihn zusammen mit Poe und versucht eben herauszufinden, warum sich ein so angesehener Ägyptologe zu sowas hinreißen lässt und was denn da passiert ist bei dieser Ausgrabung und woher denn diese ganzen Exponate dann kommen, die er vorgelegt hat. Ja, und dann rückt die Frau dieses Ägyptologen in den Mittelpunkt bei der Erzählung dieser Geschichte, die bei den Ausgrabungen ums Leben gekommen ist. Also es sind viele Versatzstücke, die Dupin da zusammenpuzzeln muss, zusammen mit Poe. Ja, damit nicht genug. Nein, es taucht dann auch auf einmal noch eine Mumie auf, die scheinbar als Rache für diesen eben falschen König, den es ja anscheinend nicht gibt, aber vielleicht ja doch, weil es gibt ja eine Mumie, die da umhergeht, ja, einen nach dem anderen abmeuchelt. Tja, schön, ne? Also ein schönes Setting tatsächlich, das hat mir wirklich gut gefallen, so rein von der Veranlagung. Ja, wenn da nicht Dupin wäre. Dupin als Figur, ja, ist ja jetzt auch nichts Neues. Der sagt mir einfach nicht zu, dieses Dröge. Ich weiß, der ist so angedacht, so von der Veranlagung, so dieses vor sich hin sinnierende und geistreiche und so stellt man sich mit so einem Pfeifchen dann immer vor. Funktioniert für mich nicht wirklich. Poe dagegen finde ich immer ganz spannend und unterhaltsam, aber irgendwie Dupin funktioniert nicht. Aber ist egal, die Folge selber funktioniert dafür tatsächlich sehr gut. Ja, was mir dann nicht so behagt hat, ist tatsächlich das Ende. Gut, am Schluss muss ja irgendwas rauskommen. Irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein. Ja, auf wen die Wahl fällt, finde ich ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich gesagt. Und
ja, Motivlage und so, das ist schon alles okay, aber, weiß ich nicht. Der wird schon so ein bisschen so aus dem Hut gezaubert und, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, sei es drum, vorher wird man tatsächlich, finde ich, gut unterhalten, auch diese eingesprengsten Mumien-Szenen, das ist alles ganz nett, hat dann auch noch so einen gruseligen Anstrich, also ja, hat gepasst, wie gesagt, bis auf die Dupin-Figur und auf das Ende, das ich ein bisschen merkwürdig gewählt fand, aber ist okay. Okay, ja, du hast noch eins, weil ich konnte es ja nicht hören, beziehungsweise nachdem du mir gesagt hast, was dahinter steckt, habe ich es nicht gehört. Ja, besser so. Ich hatte es eigentlich vorgehabt, tatsächlich. Besser so. Man sieht es ja auf dem Cover nicht. Ja, Geisterschocker, die 81, das unsichtbare Grauen. Man sieht nur eine Frau, die ziemlich rot wird. Ja, weil der Mann aber auch ziemlich blass ist. Genau, was alles sehr merkwürdig ist, weil es geht ja um Unsichtbarkeit. Also das wird irgendwie aus dem Cover auch nicht so ganz ersichtlich. Aber sei es drum. Wir steigen ein auf einer Party. Achso, sag erstmal, um was geht. Geisterschocker immer. Habe ich schon. Die einen hast du schon? Unsichtbare Grauen, ja, glaube ich. Wenn nicht, sei es nochmal gesagt. Es geht um die Geisterschocker 81. Das unsichtbare Grauen bei der Romantruhe. Hast du schon gesagt, wie es heißt? Das unsichtbare Grauen bei der Romantruhe. Die Geisterschocker Nummer 81. So, wir steigen ein auf einer Party, wo Merkwürdiges geschieht, denn ein Partygast, ja, dessen Arm verschwindet auf einmal. Zack, unsichtbar. Man sieht nur noch so die Adern und die Sehnen, die so im Nichts enden. Der hat nicht so wirklich Schmerzen. Kennt es nicht. Ja, kennt man, ne? Auf einmal ist der Arm weg. Partys. Ja, ein Appenarm. Da muss ich an Helge Schneider denken. Der hat in einem Buch bei Kommissar Schneider hat er einen Arm irgendwo gefunden und hat ihn im Arm verbuddelt, im Garten verbuddelt, falls er irgendwann mal einen dritten Arm braucht. Nicht schlecht. Ja, fand ich damals saukomisch, als ich es gelesen habe. Man hätte es auch als Steckling mal versuchen können. Als Steckling. Komisch, ne? Ja, ist ein ganz netter Auftakt tatsächlich. Ist natürlich völlig bescheuert und beknackt, aber ja, hat so einen Trash-Anstrich. Ja, und dann kommt die Hauptfigur mit Pauken und Trometen. Rick Masters ermittelt, Juhu. Der dann so schon eingeführt wird von sich selber, dass ich echt im Strahl kotzen könnte. Also diese Hauptfigur, der Sprecher kann nichts dafür, das ist der Text, der ist so unsympathisch, wie man sich so eine unsympathische Hauptfigur sich ausdenken kann, die so ekelhaft von sich selber überzeugt ist, die so klischeebeladen ist, das ist echt abartig. Mit jedem Satz möchte man ihm eins aufs Maul hauen. Also es ist, ich weiß nicht. Mir ging es ähnlich wie bei der Dreamland-Folge. Bei der einen war es das Gejammer und hier ist es diese Selbstverliebtheit, die stammt nicht mal aus den 80ern, aus den 70ern, nicht, also so weit kannst du gar nicht zurückgehen. So. Ich sehe gerade einen Klappentext von mir und in einem ersten Satz hätte ich schon gesagt, okay, leg's nebenhin, das wird nichts. Die vollen Brüste, ja. Die vollen Brüste. Ja, ja. Ist meine so. Güte, diese, ist so. Die Folge dreht Schnurrbart. Das trifft ziemlich gut, ja. Es bleibt nicht bei dem einen Fall von teils Unsichtbarkeit, ich weiß nicht, wie man das medizinisch nennt. Nein, es gibt noch zwei andere, sind es, glaube ich. Ja, natürlich hängen die irgendwie miteinander zusammen und natürlich hat das mit den Personen zu tun, denen das passiert und was diese Personen getan haben. Und das muss halt Rick Masters zusammen mit der Polizei rausfinden, die Rick Masters warum auch immer um Hilfe bittet. Ja, das ist auch geil. Da erklärt quasi der Kommissar dem Zuhörer, warum er Rick Masters eingeschaltet hat. Also quasi entschuldigend. Die Szene fand ich auch lustig, ja. Ja, er ist ein Depp, ich weiß, aber ja, er hat halt so ein paar Fälle geklärt. So ähnlich klingt das. Immerhin scheint es dem Autor auch selbstbewusst zu sein. Ja. Weil er da so eine Hauptfigur zusammengenagelt hat. Ja. What is love, Andrew Hathaway? Ja. Ja, es wird dann nicht wirklich besser. Ja, weil halt immer Rick Masters mit seiner Art da ermittelt und das verdirbt einem halt wirklich, also mir verdirbt das wirklich jede Szene, wo er dabei ist. Und dann ist das am Schluss auch noch so elends gestreckt. Und ich denke, ja, jetzt hätte er nach 40 Minuten hätte er einen Punkt machen können. Ja, dass dieses Motiv wird dann auch noch so rausgezogen und oh nee. Nee, tut mir leid, das war gar nichts. Liegt hauptsächlich an der Hauptfigur und ich, also zukünftig, wenn ich lese, dass Rick Masters vorkommt, werde ich es nicht mehr hören, weil das ist für mich dann auch verschenkte Hörzeit. Da ärgere ich mich nur und ist mir das Hobby dann auch zu schade und die Zeit. Ja. Rick Masters-Fans, bitte. Ja, vielen Dank für die Warnung. Gibt's im Vorfeld. Ich glaube, das hätte mich auch. Ja, Gott. Hast du mich wieder als Kanonenfutter vorgestellt? Ja, ja, genau. Ich bin froh, wenn du diesen ganzen Gruselmums übernimmst.
Später kommen wir zu was, da bin ich froh, dass ich es gehört habe und dann habe ich es an dich weitergeleitet. Und dann hast du festgestellt, dass du es schon gehört hast. Kommen wir nachher zu. Ach so, ja genau, ja, stimmt. Ja genau, kommen wir auch noch zu. Apropos Gruselmumpf und apropos Grusel, der vielleicht auch eine gewisse Qualität hat und dem Genre auch eher gerecht wird. Es gibt nämlich ja auch noch das Gruselkabinett und da ist man ja zumindest stets gewillt, gute Storys abzuliefern und im Regelfall gelingt das auch. Ich kann mich jetzt auch an keine wirklich schlechte Folge erinnern. Auch die neueste, die ungewöhnlicherweise als einzige in diesem Monat erschien im Mai, und zwar die Folge 148 im Labyrinth der großen Pyramide, fand ich tatsächlich wieder sehr hörenswert. Ja. Die Story ist von Louisa May Alcott, die geneigte Orcast-Hörer ja von Betty und ihre Schwester kennen, wovon wir vorher auch noch nichts gehört haben. Also insofern ist uns diese Autorin auch nicht besonders vertraut. Aber sehr hörenswert war. Hatten wir schon mal was davon. Ja, hier die Story fand ich auch sehr interessant. Es geht um einen jungen Mann, den Paul Forsyth, der kurz vor der Hochzeit steht und mit seiner Verlobten so im Kram herumwühlt und sie fällt über ein ägyptisches Kästchen, hinter dem eine Story steckt. Und die Story erzählt Paul nach einigem Hin und Her ihr dann. Das führt zurück in seine Jugend, als er in Ägypten zusammen mit einem Forscher die Cheops-Pyramide ja erforschen wollte und dort ja quasi verschütt gegangen ist. Und dies wird ziemlich stark erzählt, fand ich. Also das hat wirklich einen richtig guten Drive. Man erlebt diese Stimmung in dieser düsteren Pyramide, was natürlich für ein Hörspiel perfekt ist. Mhm. Es ist natürlich ein perfektes Setting. Auch diese Dunkelheit, das ist die ganz Dunkelheit, toll. Wie das geschildert wird und halt eben, dass man halt immer so drauf fackelt, ja, nein, und so dann auch immer so die Bilder quasi vor Augen hat, auch wenn es nichts zu sehen gibt. Das ist wirklich großartig. Die Story an sich, der Plot, der sich daraus erspinnt, dass das Ganze dann später in der Gegenwart weitergeht, das ist jetzt nicht sonderlich originell, aber tatsächlich so gut erzählt, dass einen das überhaupt nicht stört und dass man da an eine wirklich sehr, sehr gute Gruselstory herangeführt wird, von der ich, wie gesagt, vorher noch nie was gehört hatte, die mit diesen relativ bekannten Versatzstücken, da gab es ja von Arthur Conan Doyle bis wer weiß wo, die sich mit dem Thema ja Ägypten und Mumie, was damals zu der Zeit, wo es geschrieben wurde, natürlich ein Riesending war. Ich kriege den Satz nicht mehr zu Ende. Aber ich fand das tatsächlich sehr, sehr hörenswert und würde euch das dringend ans Ohr legen würden, weil das halt wirklich sehr, sehr gruselige Momente hatte. Und allein für diese Szene in der Pyramide ist das Ding allein schon hörenswert. Jetzt hast du fast alles schon gesagt, bis auf, einen kleinen Makel hat für mich die Folge gehabt, nämlich, dass man von Anfang an weiß, woraus hinausläuft. Das ist tatsächlich der einzige Makel für mich gewesen. Also, dass dieses Unglück am Schluss so kommen wird, wie es kommen wird, das weiß man eigentlich schon sehr, sehr früh. Interessant ist aber, dass einem das den Hörspaß null verleidet tatsächlich. Ja, aber das weiß man ja auch eigentlich nur aus den Klischees heraus, oder? Ja. Ja, also weil es wird nicht in der Geschichte direkt erzählt, aber man ahnt es halt. Also ich meine, man ahnt es dann, als die Story in der Pyramide fertig erzählt ist, da weiß man natürlich auch dann, wo es drauf hinauslaufen wird, weil man dafür, ja wie gesagt, das ist halt das Unoriginelle daran, weil das halt schon vielfach erzählt wurde, sowas. Also so. Ja. Ägypten, aber wie gesagt, ist ja immer automatisch ein Flug dran. Aber das ist tatsächlich verleitet einem null den Hörspaß tatsächlich, weil das wirklich so gut ist und die Pyramidenszenen sind wirklich ganz, ganz toll. Ja, so das sollte Empfehlung, man gerne im Dunkeln hören. Das wirkt da doppelt und fand ich richtig groß und ein sehr, sehr starker Eintrag in die Reihe. Gut, kommen wir zum Hörspiel des Monats Mai. Das ist nämlich ein besonderes Projekt. Es heißt Guter Rat und erzählt in 8 Hörspielen, die jeweils 2 davon von einem Autoren geschrieben wurden, unter anderem von Theresia Mora, von Özlem Dündar, von Georg M. Oswald und von Frank Witzel. Die haben sich jeweils ein Kapitel des Grundgesetzes, sage ich jetzt mal, also entweder ein Artikel, also hauptsächlich ein Artikel oder ein schlagkräftiges Argument aus dem Grundgesetz herausgenommen und erzählen, wie es zu diesem Passus im Grundgesetz kam. Das klingt erstmal ziemlich trocken, ist es aber tatsächlich gar nicht.
Das Ganze hat so ein Doku-Feature-Charakter jeweils, egal wer es geschrieben hat. Sie sind alle in dem Format relativ ähnlich, also es unterscheidet sich nicht großartig, nur in Nuancen. Also man hört schon, dass es unterschiedliche Autoren sind, aber so von der groben Struktur sind die alle ähnlich. Also es geht immer um die Verhandlungen, die es um den jeweiligen Passus gab. Also es geht um die Gleichberechtigung, es geht um die Parteien, um, was war denn noch drin alles? Schon das meiste wieder verdrängt, weil das zu viel war und ich auch in letzter Zeit so viel über Grundgesetz gehört habe. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich das nicht mit einigen Grundgesetz-Podcasts verwechsle. Also es ist jedenfalls ein breites Feld und man erzählt halt immer, man blendet so in diese Diskussionen ein, die es dann in diesem parlamentarischen Rat gab oder beziehungsweise in den einzelnen Arbeitsgruppen. Und das ist wirklich total spannend, total interessant geschildert. Das hat überhaupt dann letztlich überhaupt nichts Trockenes mehr, sondern man lernt viel über relativ bekannte plakative Sätze, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, wie es allein darum geht, wie dieser Satz formuliert wird und welche unterschiedlichen Arten es vorher gab und was da zur Diskussion stand und wie man das machen wollte. Das ist wirklich großartig und zeigt dann auch letztlich, wie wichtig es ist, dass dieser Satz so formuliert wurde, wie er formuliert ist. Ja, das bringt einem das Grundgesetz tatsächlich deutlich näher und man entdeckt auch, was ich jetzt nicht für möglich gehalten hätte, wie modern damals dieser parlamentarische Rat agierte. Also dass da tatsächlich das gar nicht so nach 50er Jahre klingt, weil es ja auch in den 40ern waren, aber man hat ja so ein piefiges Bild dieser Zeit vor Augen und das ist da überhaupt nicht, sondern das ist wirklich, man hat da wirklich versucht, eine ganz moderne Fassung zu finden und sich auch von modernen Gedanken leiten zu lassen, dass das später in der Ausgestaltung in den 50er und 60er Jahren bei weitem nicht so ist, wie es da gedacht wurde, ist ein anderes Blatt. Aber ich fand das total spannend, wie diese einzelnen Passagen zugrunde kommen. Und deswegen würde ich euch das dringend empfehlen. Nehmt euch die Zeit. Es ist relativ lang mit über 3, fast 4 Stunden Hörspielzeit. Aber das lohnt sich wirklich und ist sehr kurzweilig, weil es halt eben auch in insgesamt 8 Teile, à 30 Minuten ist. Ja, gönnt euch. Das ist wirklich mal ein interessantes Stück, wenn es auch nicht direkt Hörspiel ist im eigentlichen Sinne, also kein erzählendes Hörspiel, wie man es kennt, sondern eher so ein dokumentarisches, fiktionaler Stoff ist. Aber super, super gemacht. Nein, fiktional nicht, aber fiktional die Art, wie man es erzählt. Ist notiert, das wollte ich eh noch hören. Ja, ja, das ist wirklich gut. Also das hat wirklich, ich habe am Anfang gedacht, ich höre mal so einen Teil rein, dann kennt man ja das Muster. Reicht vielleicht schon und ich habe es aber am Stück hören müssen, weil es halt wirklich so richtig gut ist. Okay. Kommen wir zu Pandora's Play. Die haben auch wieder 2 Hörspiele aufgelegt. Unter anderem gab es den 8. Teil der Hörgespinste, Der irische Tod. Ein Einzelstück, weil letztes Mal war ja dieser Auftakt schon, das war da auch unter Hörgespinste lief das, oder? Dieser Dreiteiler, wo der erste Teil dann erschienen ist mit dem Hellweg. Ja, ja. War ja, da auch, war ja, auch Hörgespinste, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, stimmt, ja. Also hier, das ist jedenfalls jetzt ein einzelner Teil. Es geht um einen Deutschen, der auf Motorradurlaub in Irland ist. Ja, in einem kleinen Ort absteigt oder absteigen will, dort aber zunächst kein Zimmer findet, aber dann eine Frau kennenlernt, die im Ort etwas verrufen ist, weil die mehr geht, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Sie wurde zwar da freigesprochen, aber wie das an so einem kleinen Ort ist, das hängt einem dann doch nach. Naja, jedenfalls nimmt er das Angebot an, bei ihr dann zu übernachten. Und in dem Haus geschehen dann plötzlich merkwürdige Dinge. Die Frau hat noch ihre Mutter im Haus, die pflegebedürftig ist und im oberen Stockwerk gepflegt wird und entsprechend zunächst keinen Einfluss auf die Story hat. Aber das bleibt natürlich nicht so. Ja, es passieren merkwürdige Dinge in diesem Haus. Es geschieht mit diesem deutschen Urlauber auch etwas, was ja Sorgen und Bedenken auslöst, dass sich da etwas wiederholt, was in der Vergangenheit schon geschehen ist. Ja, die beiden versuchen, dem auf die Spur zu kommen unter Zuhilfenahme auch des Pfarrers des Ortes. Ja, die Dorfgemeinschaft, auf die kann man natürlich nicht zählen, aber der Pfarrer ist hilfsbereit. Ja, das wird dann eine nette Gruselstory, die tatsächlich, ich fand sie ziemlich originell,
tatsächlich, auch wenn nicht alles frisch erdacht ist und man auch so Anleihen an einige Gruselstorys wiedererkennt. Aber es hatte doch gewissen Charme. Es ist nicht alles so hochfunktional und hochprofessionell, so gerade die Sprecher, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Allerdings finde ich das zum Teil auch gut, weil man ja eben auch nicht diese typische Synchrosprech hat. Das macht es dann schon wieder ganz nett und lässt dann auch über einiges hinwegsehen. Das wirkt dann tatsächlich ein bisschen befreiter, wenn es auch ja nicht die besten Sprecher immer zu hören sind. Aber wie gesagt, geschenkt dafür wirkt das Ganze doch sehr lebendig und eben ein bisschen anders und ein bisschen ja eben von diesem typischen Pandora's Play-Charme beseelt. Insofern, ich würde es euch empfehlen wollen, wenn ihr auf Gruselstories steht und jetzt auch nicht unbedingt diese Hollywood-Synchro von der Stange Geschichten braucht, dann ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Hörspiel. Es hat so den Charme von Hörspielprojektproduktionen, die vielleicht auch nicht immer high-end professionell sind, aber eben mit ganz viel Charme daherkommen. Und das ist hier eben auch der Fall. Deswegen dringend Empfehlung ans Ohr für diejenigen, die originelle Gruselstories mögen und hier sich gerne unterhalten lassen, auch wenn es eben nicht die gewöhnten Pfade sind, die man schön zu hören bekommt. Sehr schön. Bleiben wir im Genre. John Sinclair hat mit der 131 zum Tanz gebeten zur Zombie-Ballade bei Lübbe Audio. Ja, worum geht's? Eine Frau, eine gut betuchte Frau von der Londoner High Upper Class, weiß nicht, wie man das nennt, hat ein sehr schweres Unglück zu verkraften, weil ihr Mann und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen sind bei einem Autounfall, der ganz merkwürdig daherkommt, weil der Mann mit beiden in einem kleinen Auto unterwegs war und nicht mit dem normalen Auto. Also da ranken sich so ein bisschen so Merkwürdigkeiten um diesen Unfall. Ja, und diese Frau plant etwas sehr Merkwürdiges. John wird in diese Geschichte gespült, dadurch, dass er sich mit Sarah Goldwyn mal wieder auf ein Stelldichein trifft, zusammen mit Shane. Und Sarah erzählt von einer Einladung, die sie erhalten hat, eben von dieser Dame, von Mary Ann Baxter, die eingeladen hat zu einem Fest. Und zwar zu einem Fest in einer Tanzschule. Ihr gehört nämlich eine Tanzschule in London. Und bei diesem Fest soll etwas präsentiert werden und etwas sehr Merkwürdiges. Und das klang alles so merkwürdig, dass Sarah John und Jane bittet, sie zu begleiten. Und so treffen alle drei eben auf diesem Fest ein, aber nicht bevor wir eine sehr merkwürdige Szene zu hören bekommen, nämlich als die Dame Mary Ann Baxter mit ihrem Chauffeur zusammen unterwegs ist und auf dem Rücksitz des Autos sich drei lebendige Leichen tummeln. Drei lebendige Leichen, die zur Familie gehören. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Und das führt zu sehr merkwürdigen, ich fand sehr ulkigen Szenen, die natürlich sehr eklig sind und sehr brutal sind, aber die halt doch sehr unterhaltsam sind, sage ich jetzt mal. Indem es um einen Polizisten geht, dem es an den Kragen geht. Das hat mich echt ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Da habe ich das jetzt wirklich gehört? Ja, anscheinend ja. Sehr, sehr bemerkenswert, sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich gestaltet. Popcornig von der Machart, also wirklich sehr unterhaltsam. Und ja, dann steuert eben dieses Fest auf seinen Höhepunkt zu, wo eben dann Mary Ann Baxter ihre tote Familie in neulebendig den Anwesenden präsentieren will, was mit einem Buch zusammenhängt. Ja, und da wird es halt dann so sinclairig, sage ich jetzt mal. Ja, da geht es eben dann um so ein Zombie-Buch. Mhm. Ja, ich bin bestens unterhalten worden. Das war ein, fand ich, ganz toller Eintrag bei John Sinclair. Ja. Das hat riesen Spaß gemacht, das Hörspiel zu hören. Ganz ohne Sinclair-Universum, alles beiseite gelassen, bis auf die Geschichte um Jane, die mal kurz angerissen wird, klar. Aber ansonsten, oh, das hat bombig Spaß gemacht. Eine dicke Einschränkung möchte ich machen. Die Herren Autoren sollten nochmal googeln, was passiert, wenn man Bleiche oder chlorhaltige Säuberungsmittel zusammen mit Essigsäure oder Zitronensäure verwendet. Da entsteht nämlich was, was nicht so ganz so gut ist. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Vielleicht war es als Gag eingebaut, ich weiß es nicht. Ja, zum daheim nachmachen. Zum daheim nachmachen, genau. Liebe Kinder, tut's nicht. Da entsteht nämlich Chlorgas. Viel Spaß. Ja.
Ansonsten, wie gesagt, bombig und nochmal dickes Lob. Ich weiß, mache ich jetzt fast jedes Mal. Andreas Meyer hat sich wieder was Geiles einfallen lassen. In einer Szene wird nämlich Tanzmusik eingeblendet, die er dann einfach abgleiten, runterziehen lässt und die da so verfremdet. Mhm. Ach, sowas mag ich. So schöne Einfälle, die einfach die ganze Produktion dann wupp, nochmal hochwuppen. Wissen wir dick machen, ja. Ja, geil. Ja, ich fand es auch tatsächlich gut, wenn ich auch gleich ich den Namen nicht zusortieren kann. Also das fand ich nicht griffig genug. Das hätte mir irgendwie, also das wird mir wahrscheinlich auch im Jahr so gehen. Ich weiß, dass ich da eine gute Folge gehört habe, aber ich würde nicht mehr wissen, wie sie heißt, weil Zombie-Ballade ist so. Ja, jo. Das Buch heißt halt, das Heftroman heißt halt so. Ist halt leider so, dass der Titel nicht besonders griffig ist. Ja. Wenn das Cover sieht, dann fällt es einem wieder ein. Also bombig, wirklich. Ja, fand ich auch richtig gut, ja. Hat mich auch bestens unterhalten. Ja, dann zu Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, Folge 20, Wettlauf mit der Zeit beim Maritim. Ja, das ist dann auch die Abschlussfolge der Reise um die Welt in 80 Tagen, die Phileas Fogg, ja immer noch Kapitän Nemo, bei einem Gewürzwein erzählt und ja, die vor allem diversen Abwandlungen der Geschichte, also das, was wirklich passiert ist, abseits dessen, was die Presse darüber geschrieben hat, vor allem Kapitän Nemo in Erstaunen versetzen und für viel Unterhaltungswert sorgen. Ja, so ist es denn auch in der letzten Folge, und zwar enorm. Denn, ja, wie ist es im Original? Phileas Fogg ist verhaftet worden und wird kurz vor Ablauf der Frist entlassen, um dann festzustellen, haha, wir haben ja noch einen Tag Zeit. Hier ist alles ganz anders. Vor allem die Sache mit der Zeit wird, finde ich, sehr ulkig und sehr nachvollziehbar behandelt, denn Phileas Fogg ist ja jetzt nicht doof, ne? Das nicht einkalkuliert zu haben, scheint jetzt irgendwie in der Geschichte nicht so ganz schlüssig zu sein. Und darauf wird sehr schön, finde ich, hier hingewiesen. Aber es ist nicht nur das. Phileas Fogg wird nämlich nicht entlassen, sondern er wird aus dem Gefängnis auf eine andere Art entlassen. Nämlich, er wird quasi befreit. Aouda spielt da eine sehr gewichtige Rolle. Auf der Flucht quasi vor Fix und seinen Polizeischergen versucht seinen Weg zum Club zu finden. Muss dann aber feststellen, dass der Club umgeben ist von Polizisten. Tja, was machen wir? Phileas Fogg hat noch 2 Stunden, um seine Unschuld zu beweisen letztlich. Und seine Unschuld kann er nur beweisen, wenn er den Verbrecher dingfest macht, der ihm das Leben ja auf der Reise um die Welt schon schwer gemacht hat. Und ja, alter Bekannter. Und so versucht er eben herauszufinden, A, wo er ist und B, wie er ihn dingfest machen kann. Und das alles in 2 Stunden. Also die Zeit drängt und ja, die Frage ist, schafft das oder schafft das nicht? Naja, das Endergebnis wissen wir, deswegen ist die Überraschung nicht so groß, aber es tauchen dann doch noch so 1, 2, ja, Stolpersteine, sage ich jetzt mal, auf, die dann doch zu sehr brenzligen Szenen führen, wo es Phileas Fogg und seinen Begleitern ans Leben geht. Ja, ist ein sehr actiongeladener Abschluss des Ganzen, unterhaltsam. Mir war es ein bisschen zu viel Krawall tatsächlich, aber das sei geschenkt, das sei auch dieser Geschichte gegönnt, denn die Version von 80 Tagen um die Welt muss man wirklich zugute halten, dass man versucht hat, eben durch die sehr schöne Hintergrundidee, dass er Nemo quasi die Wahrheit erzählt, ja, eben Abwandlungen und die reale Geschichte dahinter hineinzubringen und wirklich, also dieser Gag mit der Zeit ist natürlich auch sehr, sehr schön und dieser Kommentar eben, dass Phileas Fogg ja das Ganze natürlich einkalkuliert hat. Ja. Sehr schön, fand ich eine gute Idee und ja doch, also so, wenn ich auf die Folgen so zurückblicke, bin ich doch rundum zufrieden, immer noch eingeschränkt, also ne, Aouda und ihre Stimme, ich weiß nicht, was da los war, sei es drum, ansonsten, wie gesagt, ist das wirklich eine schöne, runde Geschichte und das kann man sich dann auch gerne mal im Stück anhören. 5 sind es, glaube ich, jetzt, oder? Waren es 5? 17, 18, 19, 20, nee. 4. 4 Folgen sind es. Ja, hat man sich ja, 4 Folgen Zeit genommen? 4 ist ja auch die 5 des kleinen Mannes. Genau. Daumen hoch, sage ich jetzt mal. Hat mir gefallen. Ja, springen wir wieder ins Radio. Im NDR gab es einen Krimi von Jan Decker. Kalte Sophie heißt das Ganze. Ist ja ein neuer Krimi, in dem es nach Osnabrück geht. Och, wie schön. Doch, die Osnakops. Ja, die Osnakops, genau. Grüße nach Osnabrück, nicht. Ja, bei einem Schrottsammler wird eine Diagnose gestellt, die etwas merkwürdig anmutet. Er ist verstrahlt. Das kommt ja in Osnabrück öfter mal vor, aber hier ist es tatsächlich, hat es einen radioaktiven Hintergrund. Dem nicht genug, auch 2 Zöllner werden aufgefunden in einem Zinksarg, der eigentlich für jemand ganz anderen
gedacht war, nämlich einen serbischen Komponisten, der in seiner Heimat in Belgrad bestattet werden soll. Das klingt sehr merkwürdig alles. Das klingt wirklich merkwürdig, ist es auch, ist aber nicht das Merkwürdigste an dem Fall. Das Merkwürdigste ist tatsächlich, dass Ermittler Duo bzw. Trio, wenn man den Chef dazu nimmt, die sehr gegeneinander auf Krawall gebürstet sind. Die Figuren sind alle ein bisschen merkwürdig überzeichnet. Die haben alle eine sehr ungewöhnliche Art. Also man kennt das ja so aus dem Tatort, dass dann so Kommissare so ihr ganz eigenes Leben haben und wenig, sagen wir, kollegial miteinander umgehen können, sondern die sind so verschieden, dass sie sich nur aneinander reiben. Und hier ist das auch so. So, dass man fast den Eindruck hat, die haben überhaupt keine reale Basis. Das ist leider so ein bisschen schade daran, dass es so extrem ist, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Das ist schade. Das ist so wirklich schade, weil das eigentlich ein sehr interessanter und sehr origineller Fall ist, der durch dieses Geplänkel fast ein bisschen zerstört wird, weil es vielfach nur darum geht, wie man diese Figuren gegeneinander ausspielt. Ja, diese kalte Sophie, die erzählt wird, ist halt eben der Termin der Eisheiligen, an dem dieser Fall abgeschlossen werden muss, worden sein muss, so rum. Ja, also es hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil der Fall an sich wirklich originell war, spannend war, gut erzählt war, aber diese Figuren, da hätte ich mir ein bisschen weniger Krawall gewünscht. Also da ist auch wieder der Krawall, der zu viel ist. Ansonsten wäre das ein richtig guter Krimi gewesen. So, kleine Einschränkung. Ja, kleine Einschränkung. Oh. Also ich habe wirklich die Arschkarte gezogen, oder? Kann das sein? Entschuldigung, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja doch. Der doppelte Brand. Ja, es kamen zwei Folgen Larry Brand raus. Mhm. Die Folge 30, das Geheimnis der Knochengruft und, wo wir gerade bei Verstrahlung waren, die Müllmonster. Ja, die Folge heißt wirklich so. Das Geheimnis der Knochengruft möchte ich in einem Zitat zusammenfassen, das da lautet: Nach einer Tirade von Wichtigkeiten, die im Vorfeld dieses Satzes kommen, wird das Ganze immer noch mehr aufgebauscht und noch ein draufgesetzt und noch ein aufgesetzt. Und am Peak dieses Ganzen sagt dann Larry Brand mit einer sehr, sehr schicksalsschwangeren Stimme: Das Grauen ist unser Schicksal. Dum, dum, dum. Da konnte ich mir den Lachen dann nicht mehr verkneifen. Wie, wenn man den Satz liest. Also es ist natürlich, könnte das auch das Motto der Hörer sein. Ja, so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Also es ist schon, es ist doof. Und das fasst halt wirklich das Problem für mich beim aktuellen Brand zusammen, dass man nimmt sich da einfach zu wichtig. Mhm. Ja, worum geht's? Also ich fange mit der Knochengruft an. Da hat man es auch wieder mit Skeletten zu tun. So ein bisschen wie beim unsichtbaren Grauen. Naja, so halb. Da sieht man zumindest noch die Knochen. Eigentlich ganz interessant, es spielt in Frankreich die Folge in der Nähe von Paris. Dort hat so ein Adliger so einen Sitz und beschäftigt eben diverse Hausmädchen. Das klingt merkwürdiger, als es klingen sollte. Und diese Hausmädchen, da verschwindet halt eins nach dem anderen, was die PSA auf den Fall aufmerksam macht. Und so versuchen sie, Morna Ulbransson einzuschleusen als quasi neues Hausmädchen. Währenddessen eben Larry Brand auch in der Nähe ermittelt und zwar eine ausfindig macht, die eben dort auf dem Schloss tätig war und als einzige scheinbar überlebt hat, sage ich jetzt mal. Die aber auch nicht so recht mit der Sprache rausrücken will, nur so ein bisschen Information streut. Dann danach, nach dem Besuch von Larry Brand, ein nicht so schönes Schicksal erleidet, sage ich jetzt mal. Währenddessen ermittelt eben Morna und ermittelt, dass es in diesem Schloss eigentlich sehr merkwürdig ist, denn es gibt so einige Laboratorien. Natürlich wird da geforscht, ist ja logisch in diesem Schloss. Und zwar wird da mit Strahlung geforscht. Dann gibt es da einen Gärtner, der sich komisch verhält. Und wir haben im Vorfeld schon eine Szene gehört, wo irgendwie so ein Monster in den Gewächshäusern irgendwie umhergeht. Also irgendwas mit Mutation, irgendwas mit Strahlung. Einmal das Übliche halt. Und Morna gerät dann in größte Gefahr, weil sie sich nicht an die Anweisungen des Vicomte hält. Und doch auch dort in die Bereiche des Schlosses vordringt, die ihr eigentlich verboten waren. Und ja, und so kommen sie eben dem Vicomte auf die Schliche. Der Vicomte, der übrigens von mehreren Personen unterschiedlich ausgesprochen wird, das ist auch merkwürdig. Mhm. Obwohl alle perfekt Französisch können, eingedeutscht. Ja, von manchen werden sie Vicomte genannt. Auch schön. Er heißt ja nicht Vicomte. Das ist geschenkt, aber es fällt auf. Ja, und dann landen eben alle in der Knochengruft und Larry geht mit seinem Laser dazwischen und ja, Deckel drauf.
Aber wie gesagt, also was vorher dann an, wie das aufgebauscht wird und wie wichtig da alles ist und wie wichtig vor allem Larry Brandt ist, der immer in jeder Szene, selbst wenn er einen Witz macht, mit einer bedeutungsschwangeren Stimme das Ganze rüberbringt. Und, da denkst du ja, oh mein Gott, ey. Oh, nee, ich weiß, ich sag's jedes Mal, ich wiederhol's jetzt nicht, der ein bisschen lockerer. Liebe Freunde, das Ganze ein bisschen lockerer, dann wäre das doch eigentlich ganz in Ordnung. Aber so, oh nee. Das ist die Knochengruft und bei den Müllmonstern ist es noch ein bisschen aberwitziger. Da geht es lustigerweise auch um Strahlung. Da sind alle verstrahlt. Weil nämlich auf irgendeiner Müllhalde in der Nähe eines Kumpels von X-Ray 3, glaube ich. Nee, oder ist von Larry? Nee, ist von Larry. Merkwürdige Dinge passieren und es verschwinden unter anderem die Frau und die Tochter dieses Bekannten von Larry Brandt. Der hat auch überall seine Bekannten, hab ich mir dann gedacht. Ne? Und immer passiert da irgendwas. Das ist schon komisch. Ja. Und ja, da tauchen dann auf einmal auch diese Müllmonster auf und das ist alles doch sehr albern. Ganz nett ist dann, als sie dann auf dieser Mülldeponie sind, wie das mit der Strahlung so dargestellt ist. Aber halt genau das gleiche Problem, wirklich. Da lese ich Müllmonster, da will ich dann auch den entsprechenden Trash doch eigentlich haben. Ja. Nein, da ist auch alles ganz wichtig und ganz, ganz schwer und oh, und ganz Schicksal und oh. Anstatt, und dann die flotten Sprüche, die dann kommen, die karikieren das Ganze, aber eben nicht so, wie es sein sollte, sondern selbst die kommen dann ernst drüber. Also das... Nee, diese ganze Art ergibt für mich echt keinen Sinn und hat für mich nichts, wirklich nichts mit dem Original-Brand, dem Original-Brand, Hörspiel-Brand zu tun, weil da jegliche Leichtigkeit fehlt und das ist wirklich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und okay. Ja, ist deswegen überhaupt nicht meins und ja, ich kann das wirklich nicht empfehlen. Tut mir leid. Also vor allem, wenn jemand sowas wie den Original-Brand erwartet, also den Original-Brand, ich muss immer Hörspiel-Brand sagen, weil die Heftromane habe ich nicht gelesen, ich weiß nicht, wie wichtig die sich nehmen. Wahrscheinlich tun sie das. Ja, nee. Schade. Ja, so ist es. Ja, ist auch nach 31 Folgen. Ja, auch nach 31 Folgen. Naja gut, aber ich meine, warum sollten die es jetzt nochmal ändern? Ist richtig, ja. Ist halt... Nur meinethalben, nee. Nee, aber das ist halt tatsächlich schade. Also anscheinend, schade. Ich gehe mal davon aus, es verkauft sich gut genug, dass da kein großer Leidensdruck ist, aber ich frage mich halt, wer braucht sowas? Leute, die Sätze mögen wie Das Grauen ist unser Schicksal. Ja, das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Orcas-Titel. Ja. Ich sollte den mal aufschreiben. Ich habe ja schon einen für nächsten Mal. Sehr schön, schreib auf Halde, ist immer gut. Ich schreibe auf Halde, ja. Ich schreibe zum Gunter Strack. Wenn ihr irgendwann einen Orcas-Titel hört mit Gunter Strack drin, dann wisst ihr, uns ist nichts mehr eingefallen. Ja, genau. Oh Gott, Grauen ist unser Schicksal. So, ich wechsle dann mal das Thema. Dörte Hansen hat ein Mundart-Hörspiel für Radio Bremen und den NDR geschrieben. Das Ganze heißt Mittagsstunde. Und darin geht es um Ingvar Feddersen, der in sein Heimatdorf zurückkommt und die Pflege bzw. nach den Eltern gucken will, die eigentlich nicht seine Eltern, sondern seine Großeltern sind, aber er quasi sie als Eltern wahrgenommen hat. Die haben eine besondere Geschichte, die ja das ganze Dorf ja ein bisschen aufgewiegelt hat, weil es in den verknochenen Strukturen eines norddeutschen Dorfes einfach so etwas wie dort nicht gab. Denn die Mutter von ihm ist von einem Durchreisenden schwanger geworden und das ist natürlich auf so einem Dorf sehr schwierig. Die Mutter war eh so ein bisschen verschrien in dem Dorf, hat so ihre eigene Geschichte. Das macht es auch nicht einfacher. Aber diese Struktur in diesem Dorf hat das so ein bisschen aufgebrochen. Aber diese Großeltern, die damit umgehen mussten und entsprechend schwierig das aufnehmen mussten, weil diese ganze Dorfgemeinschaft da ein bisschen gegen sie stand, was auch nicht einfacher machte, dass er der Gastwirt des Dorfes war. Das ist wirklich total interessant, total spannend und wie so eine verknöcherte Struktur aufgebrochen wird. Einmal in diesem Dorf selbst, aber auch in der Figur des Großvaters, der hier insbesondere im Blickpunkt steht, der eben auch ganz kerniger Typ war, der so in den Traditionen verwachsen ist und eben auch nicht so gerade der Freigeist an sich ist, wie der damit umgeht, das ist schon besonders. Das macht das Stück
tatsächlich sehr, sehr interessant, weil es halt wieder mal so eine schöne Story ist, die man eigentlich so nicht erwartet, auch wenn es von der Umgebung oder vom Rahmen her tatsächlich gut ins Norddeutsche passt, klar. Aber als Mundart-Hörspiel fehlt dem auch so ein bisschen die Leichtigkeit, die man da vermutet, was kein Schaden ist, sondern tatsächlich ein wirklich interessantes Stück hervorbringt, das man gut hören kann, das durchweg interessant ist, das einen auch zum Nachdenken bringt. Ja, fand ich ganz besonders. Tatsächlich sowas, was ich so auch noch nicht gehört habe. Ja, wieder mal so ein schönes Stück Radio, würde ich sagen, wo ich überrascht davor saß und mich sehr, sehr originell unterhalten wurde. Ich habe übrigens mittlerweile, du kannst eine Firmilab weglopen, auch gehört. Ja, ja. Das ist ja heftig, oder? Ganz krasses Stück. Heidewitz. Ja. Also vor allem, weil man halt nicht, das ist echt gemein, weil man nicht damit rechnet. Ja. Selbst also mit Vorwarnung. Ja. Ja. Ja, also Hut ab mal wieder ein Stück, was besonders ist, ist vielleicht nicht so gut wie das Stück, was du jetzt genannt hast. Ich glaube, den Namen, du kannst es nicht für mich weglöpen. Aber deutlich interessant, weil es eben was anderes ist und was Ungewöhnliches erzählt und trotzdem immer noch hörbar ist, trotz Mundart, trotz schwieriger Story, geht das gut ins Ohr und bleibt auch dort. Dann zu Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Die Folge 21, Boleskine House, kam auch beim Maritim raus. Fleißig geht's dort weiter. Im Monatsrhythmus fast schon? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Worum geht's? Wir sind ja immer noch beim Aufsammeln der Bruchstücke, die der Spion quasi hinterlassen hat, der enttarnt wurde. Und dann stoßen tatsächlich bei den Nachforschungen die Mitarbeiter auf etwas sehr Interessantes, was eben Mycroft Holmes auf den Plan ruft und die Möglichkeit bietet, dem Zirkel tatsächlich mal so richtig eins auszuwischen. Es soll nämlich eine große Zusammenkunft geben des Zirkels und aller Mitarbeiter quasi. Ja, dort soll etwas passieren, entschieden werden, was auch immer. Und so wird eben vorbereitet, dort Leute einzuschleusen und natürlich soll Wild dem Ganzen vorangehen. Es ist aber nicht nur Wild, sondern es sind ja weniger Leute geworden, also muss man sich jemanden nachholen. Und das ist eine ganz besondere Figur. Lavanche heißt er und er ist mit bestimmten Kräften ausgestattet, die auch nicht so ganz von dieser Welt zu sein scheinen. Also das unterstreicht so diesen mystischen Anstrich, den die Serie ab und an mal hat. Ja, und der ganze Trupp macht sich dann eben auf in dieses Boleskine-Haus und infiltriert quasi die Belegschaft, die halt sehr auf Abschluss gegenüber der Außenwelt bedacht sind, weil eben auch der Besitzer dieses Landguts später auch eine Rolle spielt, weil er nämlich zum Zirkel gehören will oder schon gehört und aufsteigen will. Und er natürlich dann als Gastgeber dafür sorgen muss, dass dort nichts passiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und so treffen sie denn alle ein, so nach und nach. Und ja, es dreht sich vor allem dann erstmal um einen guten alten Bekannten, den Grill nämlich, der dort auch zu Gast ist und Rechenschaft ablegen muss, weil ihm ja jetzt in letzter Zeit nicht so ganz wirklich viel geglückt ist, was auf Wild und Holmes natürlich hauptsächlich zurückzuführen ist. Und so kommt es zu einem sehr interessanten tatsächlich Bündnisvorschlag und man weiß halt noch zu dem Zeitpunkt dann noch nicht so genau, halten die sich jetzt daran oder ja, ist das jetzt eine Falle oder ja, wie läuft das Ganze denn jetzt weiter? Ja, und so zieht sich die Schlinge quasi immer mehr zu bis zum Ende, wo es dann, finde ich, wieder ein bisschen doof wird, weil ja, das hört dann wieder so auf wie so viele Folgen zuvor und nimmt so den Verlauf, den ich schon vermutet hatte. Naja, bis auf eben die eine Überraschung, sage ich jetzt mal, dass einer aus den feindlichen Reihen quasi überzulaufen scheint. Aber ansonsten steht man halt am Ende auch wieder da, ja gut, da kommt halt der Lavanche jetzt als neue Figur rein. Ja, der halt auch wieder so eine neue Farbe reinbringt, aber der halt auch wieder so ein bisschen geborgt wirkt, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist dieses alte Thema, ja, wenn dann Frankenstein wieder auftaucht, wenn dann Dracula wieder auftaucht, da ist das halt auch wieder so eine Figur. Ja, das kennt man aus diversen Filmen, Serien in dem Fall. Ja, das finde ich mal ein bisschen schade und ein bisschen unoriginell tatsächlich, aber gut. Mal gucken, was mit dieser Figur dann noch passiert. Da ist ja noch so einiges offen, sage ich jetzt mal, und auch nur angedeutet. Deswegen ist das okay. Aber also was mich hauptsächlich gestört hat, ist dann der Schluss, der dann halt alles wieder so offen lässt. Und ja, es war dann so ein bisschen so, ja, dann brauche ich die Folge auch irgendwie nicht. Wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass eben diese eine Person überzulaufen scheint.
Ja, ansonsten ist okay, aber war jetzt auch kein großer Reißer. Gab es deutlich bessere Folgen in der Reihe, fand ich. Okay. Kommen wir zu wieder was ganz anderem. Wir bleiben zwar dem Krimi-Genre treu, aber wechseln die Zielgruppe. TKKG Folge 210, Raubzug im Casino, ist bei Europa im Mai erschienen. Darin geht es erstmal ins Freibad. Die vier TKKGs liegen dort und ja, es gibt einen Zwischenfall, in dem ein paar Jugendliche am Sprungtor randalieren. Nachdem das vorbei ist, will Karl sich noch schnell umziehen gehen, kriegt dort in der Umkleidekabine einen Schließfachschlüssel zugesteckt. Das ist schon merkwürdig genug, denn in diesem Schließfach liegt Geld, mit dem sie nichts anfangen können, weil sie dann weitergeben. Dann gibt es einen Zwischenfall, und zwar wird ein Casino überfallen, wie der Titel schon vermuten lässt. Und dieser Casinoüberfall scheint dann plötzlich eine Parallele zum Schwimmbad zu haben. Die ist auch ziemlich offensichtlich. Bei dem Überfall gibt es auch deutliche Parallelen zu einem Fall, der schon Jahre zurückliegt und bei dem ein Gauner verhaftet wurde, aber nur einer der Gauner und der Rest der Bande auf freiem Fuß blieb. Also so weit man das verfolgen konnte, dass es da eine Bande gab. Also mindestens gab es mehrere, die da beteiligt waren und nur einer wurde gefasst. Das bringt jetzt TKKG mit auf den Plan, denn plötzlich wird das Bild etwas runder und die Enden fügen sich zusammen und führen dann zu einem Schießstand im Wald, der zum Showdown wird, in dem Tarzan, nee, heißt ja gar nicht mehr Tarzan, der heißt jetzt seit Tim. Irgendeiner Folge Tim, seit ein paar Wochen. Und Tim wird zum großen Zambano, weil er tatsächlich da alles durchschaut und blitzschnell eine Idee hat und das alles für den Hörer auch überraschend zu einem guten Ende führt. Man hört in der Folge mehrfach den unheimlichen Drachen husten, weil das Ganze doch ziemlich, ja, hanebüchen will ich nicht sagen, aber das hängt doch alles an sehr dünnen Fäden, diese ganze Story, dass das alles so funktioniert. Aber es ist tatsächlich überraschend gut und gut konstruiert, wenn auch ein bisschen tatsächlich übertrieben. Aber unterhaltsam fand ich die Folge mal tatsächlich wieder. Und es hat auch wenig von den üblichen TKKG-Schrecklichkeiten, die man in früheren Folgen hatte. Also seit geraumer Zeit scheint TKKG wieder auf einem guten Weg zu sein. Wie gesagt, hier ist es ein bisschen, übertreibt man es ein bisschen mit der Story, dass das alles so zusammenhängt und wie großartig Tim das durchschaut. Aber unterhaltsam war es allemal. Ja, ging, ich fand sie deutlich zu lang tatsächlich. Ja, das ist ein bisschen viel alles, ja. Ja, da hätte man ruhig noch mit dem Rotstift einmal quer drüber gehen können. Aber ansonsten doch, fand ich auch in Ordnung. Mhm. Konnte man hören. Gut, noch eins hätten wir. Das letzte. Utopia, Folge 3, Die Begabten, ist bei Pandora's Play erschienen. Ja, darin begegnen wir Elizabeth Stanford und dem guten Dr. Mertens, oder gut oder weniger gut. Also mittlerweile ist er ja gut. Und übrigens Klaas Häufer-Umlauf auf dem Kaffer, warum auch immer. Ich hätte Wolfram Damerius gesagt. Oder Wolfram Damerius, stimmt. Der sieht ja mittlerweile auch so aus. Was macht ihr da, ihr beiden, in einer Figur? Ja, komisch, ne? Ja jedenfalls die beiden, also nicht Wolfgang Damerius und Klaas Häufer-Umlauf, sondern Wolfram. Bitte? Wolfram. Wolfram, ach, jetzt fange ich auch schon an. Ach, sorry. Ja, die beiden, also die anderen beiden, die haben sich in Irland verschanzt und versuchen so ein bisschen sich von der Außenwelt abzuschirmen und sich ihrer Liebe hingeben. Ach, wie schön, alles schön romantisch. Aber da taucht plötzlich ein Typ von Interpol auf und ja, möchte sie zurückholen ins Geschäft und bietet ihnen Amnestie an, wenn sie dann noch einen Auftrag übernehmen. Das machen sie dann, aber mit dem sie es dann zu tun haben, ja, das ist dann ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen schwieriger als gedacht, denn dieser Typ ist mit allen Wassern gewaschen und unter anderem finden die beiden sich dann plötzlich auf einem Berggipfel wieder in eisiger Kälte und drohen zu erfrieren. Keine Sorge, passiert nichts, wird alles gut, schließlich ist die Serie erst am Anfang. Und das kann natürlich noch nicht gut gehen. Aber natürlich wird das Ganze dann am Ende rund und ein guter Krimi. Spannende Unterhaltung, soweit, wenngleich mir die Story hier ein bisschen fahrig erschien. Es ist hier und da, also gerade diese Wechsel zwischen dem Interpol-Vertreter und dem Neuen, und das wird ein bisschen
von vorne nach hinten erzählt, hat ein paar Schwierigkeiten, die es nicht so einfach machen, dran zu bleiben. Tatsächlich, wenn man am Ende ist, da gibt das alles Sinn und dann wird das auch wieder rund. Aber so während dem Hören hat man dann doch so ein paar Schwierigkeiten und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da auch irgendwann entnervt aufgibt. Aber durchhalten, Freunde, wenn ihr am Ende seid, dann wird das Ganze und dann kann man das auch gut hören und dann macht die Story auch Sinn. Insofern, ich würde euch mal wieder eine Empfehlung aussprechen, wenn auch nach dem starken Auftakt der ersten Folge die Story jetzt so ein bisschen in so, ja, gefühlt unoriginelle James-Bond-Gefilde abtaucht. Aber es ist immer noch gute Unterhaltung und deswegen solltet ihr dranbleiben und hoffen, dass es wieder in die Spur kommt. Und also, was heißt es? Also, ist gern mal auf hohem Niveau. Das ist wirklich unterhaltsam, kann man nicht anders sagen. Punkt, Schluss, Ende aus. Werden wieder Raketen aufgehalten? Nein, das nicht. Okay. Also es ist nicht so auf Krawall gebürstet wie die zwei. Schon, aber anders. Schon, aber anders, okay. Ja, das war's. Ah, das war's, wir sind durch. So. Aber wir hatten euch ja schon auch im letzten Orcast einiges schon ans Herz legen können aus dem Mai, da wir da auch ein relativ spätes Update hatten. Zum Beispiel hatten wir euch schon vorgestellt die 30. Folge von Asterix, Obelix auf Kreuzfahrt. Die zweite Folge Beyond the Whale, Tabu, kam tatsächlich bei Maritim noch raus. Ja, Michael Krügers Hörspiel Das Glasauge, was bei HR zum Download zur Verfügung steht. Märchen sind herausgekommen beim Audioverlag. Die WDR-Produktion Das hässliche junge Entlein von Hans-Christian Andersen, dieses Orchesterhörspiel. Dann Den Weibsteufel von Karl Schönherr, die ORF-Produktion gemeinsam mit dem SWR. Es ist übrigens ein Big Band-Hörspiel, kein Orchester-Hörspiel. Ja, aber es gibt auch Big Band, heißt ja auch Orchester, deswegen. Ach, ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Die drei Fragezeichen ermitteln in dem aktuellen Fall die 199 und der grüne Kobold bei Europa. Ja. Und nochmal drei Leute, und zwar die drei Herren, haben ihren 13. Fall Mehr ohne Wiederkehr bei Rotbock. Frankenstein, die Studioversion des Live-Hörspiels mit der Musik von Hendrik Albrecht am Regiepult Leonhard Koppelmann. Die Geschichte natürlich von Mary Shelley. Ja, und die fünf Freunde sind endlich erwachsen und essen glutenfrei. Das Ganze bei Europa. Das hätten sie mal lieber bleiben lassen sollen. Ja. Dann die Gruselserie in ihrer dritten Folge Moskitos, Anflug der Killerinsekten bei Europa. Ja, und die Holysoft-Klassiker Betty und ihre Schwestern, den ersten und zweiten Teil, ja, wie gesagt, bei Holysoft. Dann das DRS greift ins Archiv, ein Hörspiel von 1969, Yazaron, Rechtsanwalt und Notar, eine Geschichte von Alain Frank. Ja, und der letzte oder abschließende Teil von Johnny Sinclair, Dicke Luft in der Gruft, ist auch erschienen, das Ganze bei Folgenreich. Und der aktuelle Radiotatort, die 134, über die Dörfer von Erhard Schmid beim SR. Ja, und zum Schluss Annika von Tries, sehr hörenswertes Hörspiel, Wer wagt nichts. Wagenitz, der nichts gewinnt. Oh Gott, ist das schwierig. Nicht Wer Wagenitz, der nichts gewinnt. Nicht auszusprechen. Ja. Ja, das war es noch nicht so ganz, denn es sind noch einige mehr im Mai erschienen, der wirklich rappelvoll war. Ja. Unter anderem ein Hörspiel des Deutschlandfunk Kulturs mit dem CTM-Festival A Series of Gaps Rather Than Presents. Ein Hörspiel von Pedro Oliveira. Ja, die zweite Folge Alpha Mods ist auch erschienen bei Magmedia in letzter Sekunde. An den Mauern des Paradieses heißt ein Hörspiel von Martin Schneidewind, kam beim BR raus. Ja, die dritte Folge von Anomalia, Wer Wind seht, ist bei Lücke Audio erschienen. Ein Hörspiel von Tom Noga im WDR, Creepy Hollow. Und die drei Satzzeichen, einmal die Ausrufezeichen, Der Fall Dornröschen und die drei Fragezeichen Kids, Aufbruch ins All, beides bei Europa. Dann ein Hörspiel, das ich tatsächlich gehört habe, fällt mir gerade ein, Die dritte Arbeitskraft, Mein Geld von Michael Staufer, eine SRF-Produktion, kann ich ja noch mal kurz sagen, da ging's darum, ja, weil man ja öfter mal sagt, wir lassen mal das Geld arbeiten, was zum Hack das denn heißt. Und das war, fand ich, ein sehr interessanter Blick auf die Finanzwirtschaft. Ein sehr merkwürdiger Blick. Also im Zentrum stand jemand, der es irgendwie geschafft hat, an der Börse Geld zu machen. Und es steht halt immer die Frage im Mittelpunkt, wie hat er das gemacht? Hat der eine besondere Nase? Oder was sind denn die Regeln, wie man an der Börse Geld verdient? Das Schöne ist halt, dass da ein doch deutlich kritischer Blick, finde ich, drauf gelenkt wird letztlich und eben aufgedeckt wird, ja, was für ein Quatsch das ist. Fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen. Klingt doch gut. Ja. Ist auch nie wirklich ein Hörspiel. Also, ja. Das ist eher so, also es kommen mehrere Leute zu Wort, das klingt sehr authentisch. Also auch eher so Doku-Feature. Mhm.
Ja, garantiert eher hörspielig ist die Fuchsbande, die Folge 11, der zerzauste Sessel und die verwehten Kissen. Auch wieder sowas, zerzauste Sessel. Habe ich schon beim letzten Mal schon meine Schwierigkeiten nicht gehabt. Dann die Schule der magischen Tiere mit 3 Folgen, die 7, die 8 und die 9, Rabat und Ida, Silas und Rick, Henry und Leander. Alles bei Silberfisch Hörbuch Hamburg. Ja, die unmögliche Talkshow mit Albert Schweitzer, ein Hörspiel von Martin Graf, kam etwas überraschend bei SWR raus. So überraschend, dass ich erst jetzt für den Orcast im Juni drüber gefallen bin. Ich weiß auch nicht, wann das gesendet wurde, aber es gibt es jedenfalls zum Download bei SWR 4. Beim SWR gibt es auch ein Hörspiel von Martin Daske, Do Not Leave Your Luggage Unattended. Ein Hörspiel von Robert Seethaler gibt es bei SRF und ORF neu im Programm. Ein ganzes Leben. Dann ein Hörspiel von Bianca Döring, Exit heißt es, gab es beim WDR. Die Folge 12 von Hummel Hummel Mord Mord, von der Muse ausgeknockt, ist bei Radio Hamburg zu hören. Ja, dann erschien auch die 5. Folge des Inselkrimis Langeoger Dünenblut bei Contendo Media, den wir mittlerweile gehört haben und der in den Resten landet, damit wir uns da nochmal ausführlich damit beschäftigen können. Genau. Dann Kathi und Azuro, die 23, Azuros großer Auftritt bei Europa. Aufritt, ha. Ja. Dann das Hörspiel Kayapo, der weinende Häuptling Raoni von Robin Minar. Das ist ein Hörspiel des Deutschlandfunk Kulturs mit dem WDR zusammen. Ja, bei der Winterzeit gab es einen neuen Macabros Classics im Leichenlabyrinth. Meine Freundin Conny, Conny kann nicht einschlafen und Conny macht das Seepferdchen beim Karussell, kam das Ganze heraus. Ehrlich gesagt, wenn ich das Seepferdchen machen kann, ich auch nicht einschlafen. Das sind zwei Geschichten. Achso, das gehört dazu. Ja, so. Und Conny macht das Seepferdchen, das habe ich neulich erst wieder Lütti vorgelesen. Okay. Das ist eine schöne Geschichte. Geschichten, die Mut machen. Fein. In dem Buch war es drin. Bei PDAX gibt es was Neues, beziehungsweise was Altes. Die haarsträubenden Abenteuer des Detektivs Dick Dixon, die Rundfunk der DDR-Produktion aus 1962, wurde dort neu aufgelegt. Schlau wie vier, die 12. Folge kam mittlerweile bei Europa raus. Hunde und Wölfe, unsere Haustiere und ihre wilden Verwandten. Ein Schreckmümpfeli ist auch da. Parasitoide von Eva Weiblinger, eine Neuproduktion des SRF, die es auch zum Download gibt. Parasitoide, das ist geil. Cool, ja. Dann die 5. Folge von Seven, das Ende aller Tage, am Rande des Wahnsinns bei der Romantruhe. Ja, und einen neuen Fall für Sherlock Holmes, die 41, die dunkle Seite der Seele. Sherlock Holmes Chronicles gab es auch die 63, mittlerweile der blutrote Edelstein bei der Winterzeit. Von Esther Kinski gibt es beim BR eine neue Produktion, Stein, Stiel, Schlehe. Subito heißt ein Hörspiel von Gregor Glogowski beim HR. Ich habe reingehört und habe festgestellt, das war nicht für mich. Das war eher so Kunstkrempel. Ja. Schall und Wahn hat ein neues Hörspiel rausgebracht, beziehungsweise eine Sammlung Hörspiele, und zwar Task Force Ham Teil 2, die ganzen Hörspiele, Radiotatorte von Dirk Schmidt, die seit dem Teil 1 erschienen sind, gibt es jetzt gesammelt in einer Box. Das Hörspiel Töchter, eine Produktion des NDR von Lucy Fricke, kam auch heraus und ist hörbar. Ja, werde ich im nächsten Orcast in den Resten vorstellen, bin ich gerade dran und das klingt nicht schlecht. Ich habe allerdings noch eine halbe Stunde vor mir. Könnt ihr aber schon mal merken, da kommt noch was. Ja, True Stories heißt ein Hörspiel von Sophie Calle und Ulrike Hage, eine BR-Produktion aus diesem Jahr. Und wieso, weshalb, warum gab es die Folge Profi-Wissen Vulkane bei Jumbo? Cool, jo. Das wär's schon. Und dann, das wär's eben noch nicht, denn es gibt eine Riesenlatte von wiedererhältlichen Hörspielen von Fix und Foxy, die bei Maritim bzw. All Ears rauskamen, bis zu Space Rider und ganz viel im Radio von Alles ist Erpel über das Verhör des Lucullus bis zu, weiß ich nicht, das Radiohörspiel Widersacher von Emanuel Carrera. Also das schreiben wir euch alles dann bei uns in den... Stimmt, Widersacher habe ich sogar gehört, stelle ich gerade fest. Ich habe doch gedacht, ich habe doch noch mehr gehört. Ja, Widersacher habe ich tatsächlich gehört gehabt. Fand ich nicht so gut tatsächlich. Nur so bedingt. Ja. Ja, damit... Deckel drauf. Deckel drauf und ab in die Gedönskategorie. So machen wir es. Bis gleich. Bis gleich.